Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu den neuronalen Netzen und heute geht es weiter mit dem Trainingsalgorithmus für Perzeptronen. Okay, letztes Mal haben wir uns angeguckt, wie das Ding funktioniert. Wenn ihr es nicht mehr wisst, bitte schaut nochmal rein in das Video, es ist wichtig. Okay, heute, wie gesagt, das Lernen selbst. Wir haben also letztes Mal schon besprochen, Entschuldigung, dass wir diese Vektoren x, also wir kriegen x1 bis xn, kriegen wir komplett geliefert. Und das heißt, wir haben hier den Vektor x im Prinzip, der aus x1 bis xn besteht, also das hier ist ein n-dimensionaler Vektor, und wir haben die Ausgaben y, haben wir gegeben, und zwar jeweils mehrere Paare davon. Ich werde die jetzt, also so sehen die einzelnen Paare aus, x ist ein Vektor, y ist einfach nur die Klassenzugehörigkeit, also y kann entweder 1 sein, falls es zu einer Klasse gehört, oder 0, falls es zu der anderen Klasse gehört. Okay. Das heißt, hier haben wir nur eine Zahl, nämlich eine 0 oder eine 1, und hier haben wir sehr, sehr viele Zahlen, nämlich n Stück. Behaltet es im Hinterkopf, ich mache jetzt hier noch Indizes dran. Das sind unsere gegebenen Paare hier. Wir haben nämlich nicht nur eins von diesen Paaren, sondern wir haben m-Paare. Also wir haben m-Vektoren x und m mal eine Klassenzugehörigkeit. Das sind einfach unsere Trainingsdaten, sozusagen einfach mehrere Daten, die wir uns beobachtet haben aus der Realität. Okay, so und jetzt suchen wir diese einzelnen Ws hier. Also W0 bis hin zu Wn. Okay, was machen wir also? Naja, es ist ja so, wenn wir gegeben haben, dass y gleich 1 ist, also für irgendein i, sagen wir einfach mal yi gleich 1, dann bedeutet es, dass es zur Klasse 1 gehört oder zur Klasse 2, je nachdem, wie ihr es euch definiert habt. Wir sagen jetzt einfach mal Klasse 1 dazu. Ja gut, aber wenn es zur Klasse 1 gehört, dann bedeutet es ja auch, dass hier diese Summe größer als 0 war. Denn wir hatten hier, wir lernen aktuell mit der Phi-Step-Funktion, die war ganz einfach, nämlich falls diese Summe hier größer als 0 ist, dann kommt 1 raus und falls sie kleiner gleich 0 ist, kommt 0 raus. Das heißt, wir haben hier, falls diese Klassenzugehörigkeit 1 ist, muss diese Summe größer als 0 sein. Das bedeutet, w mal x, wobei w und x jeweils Vektoren sind, Achtung, w mal x ist dann genau diese Summe hier, also w1 mal x1, w2 mal x2, w3 mal x3 und so weiter und das alles aufsummiert, also w1 mal x1 plus w2 mal x2 und so weiter und so fort. Okay, das heißt, das war größer als 0. Ja gut, der zweite Fall wäre, wenn yi gleich 0 wäre, dann bedeutet das, dass unsere Summe kleiner gleich 0 ist. Also, ich sage jetzt hier einfach mal nur kleiner 0. Denn die anderen sind solche Randkandidaten, die kann man eh nicht so gut trainieren. Naja, was bedeutet denn das jetzt für mich? Wenn ich da ein mal minus 1 vorne dran setze, einfach mal so gesagt jetzt, mal minus 1, minus 1 mal, okay, minus 1 mal das hier, das dreht uns bei einer Ungleichung, Achtung, Rechenregeln, dreht uns bei einer Ungleichung das Vorzeichen um. Das heißt, minus 1 mal das hier ist größer als 0. Also ich schreibe es mal so hin. Okay, jetzt haben wir diesen Trick und jetzt können wir mit dem noch ein bisschen was machen. Naja gut, die Gewichte hier wollen wir nicht manipulieren. Wir können aber diese x hier manipulieren. Das heißt, wir nehmen jetzt unsere Vektoren x. Also falls die Klassenzugehörigkeit hier hinten yi gleich 0 ist, dann nehmen wir uns diese Vektoren hier vorne, diese x, und drehen jeden einzelnen Inputzahl sozusagen, also x1 bis hin zu xn, drehen wir einfach um. Wir sagen dann am Ende minus 1 mal dieses x. Okay, das ist der ganze Trick. Das heißt, wir drehen unsere Vektoren sozusagen um, falls die Klassenzugehörigkeit 0 war. Gut, das war Trick 1. Jetzt kommt Nummer 2. Oder eigentlich ist das jetzt kein Trick mehr, sondern jetzt ist tatsächlich Rechenarbeit. Und zwar definieren wir uns eine sogenannte Criterion Function. Okay, diese Criterion Function schreibt man normalerweise irgendwie J. J und die ist abhängig nur von den Gewichten, weil das ist ja das Einzige, was wir hier lernen. Wir lernen ja nur die Gewichte, alles andere ist uns ja gegeben. So, was machen wir jetzt hier? Wir summieren wieder mal, ich kann wieder mal keine Summe schreiben, deswegen schreibe ich das als Sum.
Und zwar über alle x, aber nur die falsch klassifizierten x. Also, was bedeutet das? Ich schreibe es gerade kurz fertig. Falsch klassifizierte x. Okay. So, was bedeutet das jetzt hier? Die Summe über falsch klassifizierte x. Naja, gut. Wir nehmen einfach unser Perzeptron, das wir aktuell haben hier, und legen jetzt, also dafür haben wir irgendwelche zufälligen Gewichte schon genommen. Die sind irgendwie zufällig gewesen, aber wie gesagt, zu diesem zufällig, da gibt es auch noch Optimierung. Aber ansonsten einfach mal alle Gewichte perfekt zufällig initialisieren. So, und jetzt legen wir für diese, also für jeden einzelnen dieser x hier, legen wir vorne einfach mal an und schauen, was hinten rauskommt. So, und wenn dieses y, was hier durch dieses Perzeptron rauskam, meinem y entspricht, das ich hier gegeben habe, dann sind sie richtig klassifiziert und ansonsten sind sie falsch klassifiziert. Das heißt, ich summiere hier nur über die, die falsch klassifiziert wurden, also für die, die Gewichte offensichtlich noch nicht gestimmt haben. Okay, also ich summiere über die falsch klassifizierten und jetzt, was mache ich? Naja, minus w mal x. Gut, dieses minus w mal x liefert mir eine Summe, die größer gleich 0 ist, weil wenn die Kategorie hier y, also wenn unsere gegebene Kategorie 1 war und es ist falsch gewesen, Achtung, wir summieren hier nur über die falsch klassifizierten, wenn es in der Klasse 1 war und es war falsch, dann war die Summe offensichtlich kleiner als 0 und hier war offensichtlich die Summe größer als 0, aber wir haben ja hier minus 1 mal vorne dran gemacht, das heißt, sie war auch kleiner als 0. Das heißt, was hier rauskommt bei w mal x, bei den falsch klassifizierten, Achtung, nur bei den falsch klassifizierten ist w mal x immer kleiner als 0 und wir haben minus 1 vorne dran geschrieben, weil wir minus genommen haben einfach. Das heißt, hier kommt insgesamt was größer gleich 0 raus. So, unsere Lösung wäre jetzt, wenn diese Summe hier gleich 0 wäre, denn dann haben wir offensichtlich entweder keine falsch klassifizierten mehr oder der Fehler war gleich 0. Okay, sehr gut. Das heißt, wir wollen dieses Ding hier gleich 0 kriegen und nicht mehr größer als 0. Je näher wir also an 0 reinkommen, desto besser sind wir. Wir wollen also offensichtlich diese J-Funktion hier minimieren. Dass wir jetzt nicht kleiner als 0 werden können, ist uns eigentlich egal. Aber wir wollen sie minimieren. Okay, wie machen wir das? Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an den Gradientenabstieg. Wir berechnen jetzt hier die Ableitung sozusagen von J. Und zwar J von W'. Achtung, W ist ein Vektor. Und deswegen, oder J' von W eigentlich so. Das heißt, wir können nicht einfach so nach diesem Vektor ableiten, sondern wir müssen jede einzelne Koordinate ableiten. Naja, jede einzelne Koordinate abgeleitet, das hier ist eine Summe. Das heißt, wir haben hier für die einzelnen Koordinaten abgeleitet, tatsächlich einfach die Summe, ich schreibe jetzt hier nur Sum hin, die falsch klassifizierten x bleibt einfach, also die Summe über minus x. So. Ja, das ist unsere ganze Ableitung hier im Prinzip, also jetzt für jeden Einzelnen. Und wenn wir dann damit die Gewichte verbessern wollen, dann rechnen wir einfach die neuen Gewichte. Tja, wie schreibe ich das jetzt? W neu. Die neuen Gewichte sind die alten Gewichte W plus unsere J' von W. Minus unsere J' von W. Also minus J' von W. Naja gut, aber minus J' von W ist dasselbe wie plus die Summe über alle X. So. Und das ist eigentlich auch schon alles. Jetzt haben wir hier aber, wenn wir jedes Mal die Summe über alle x drauf addieren, dann springt es so hin und her. Das heißt, wir verpassen höchstwahrscheinlich unser Optimum. Wir springen in die eine Richtung, dann springen wir in die nächste Richtung, dann springen wir wieder zurück und wir überspringen meistens den Punkt, wo wir gleich 0 sind. Und deswegen macht man hier noch eine Lernrate vorne dran. Die wird ganz gerne mal mit Alpha abgekürzt. Aber da ich jetzt kein Alpha habe, nehme ich jetzt einfach ein A. Das heißt, wir haben hier A als Lernrate, das sollte auf jeden Fall kleiner als 1 sein, normalerweise vielleicht 0,5 oder sowas. Da kann man mal gucken, je nachdem, ein bisschen damit rumspielen, bringt da immer das meiste eigentlich. Und ansonsten einfach diese W plus die Summe über alle falsch klassifizierten X. Fertig. Das ist sozusagen die ganze Lernrate. Vorsicht, bei diesen X ist dieser Minus 1 Trick auch noch gemacht worden. Okay?
Sonst funktioniert der komplette Algorithmus hier nicht. Gut, und wenn ihr die neuen Gewichte habt, dann berechnet ihr die Klassifikation einfach wieder, habt wieder eine Menge an falsch klassifizierten x, berechnet wieder die Summe über alle falsch klassifizierte x, also Achtung, wieder der -1-Trick hier, und macht es die ganze Zeit und so weiter und so fort, bis ihr unendlich mal neue w's berechnet habt. Und wenn ihr das wirklich sehr, sehr lange macht, einfach so lange, bis ihr keine falsch klassifizierten x habt, dann habt ihr eine sehr, sehr gute Annäherung an eure, ja, an eure Funktion tatsächlich. Okay, jetzt habe ich schon ein bisschen was vorweggenommen, nämlich wenn ihr das so lange macht, bis ihr keine falsch klassifizierten x mehr habt, dann gibt es Overfitting. Und dazu sage ich euch dann nächstes Video ein bisschen was. Overfitting hatten wir ja schon, aber was für Varianten wir bei diesem Perceptron Learning Algorithmus machen können. Okay, wir hören uns, bis dann, ciao!